Want You to Be Smart, Lesson 1. Was anfangs wirkte wie ein Ich mecker mich aus Video und halte euch den Spiegel vor, war schon gedacht als Ich zeige euch mal, wie es tatsächlich besser geht. Denn Kraft meiner Wassersuppe erlaube ich mir einfach mal zu behaupten, dass ich ein Stück schlauer bin als ihr. Na, wer fühlt sich jetzt schon angepisst? Ich weiß. Hoffentlich ein Großteil. Der Rest denkt sich wahrscheinlich, nee, du Idiot, ich bin ja viel schlauer als du. Nun gut, wer hier der Schlauere ist und wer nicht, das können wir gern noch später klären. In dieser Lektion Nummer 1 widme ich mich ganz schnell und vor allem mal ganz einfach einer Sache. Da gab es einige an Leuten, die gesagt haben, Mediakraft wäre kackenscheißen dämlich doof und die durften sich dann immer anhören, nein, das stimmt ja gar nicht, du bist gar nicht dabei, du bist nur neidisch. Und da fragen wir doch mal lieber jemanden, der tatsächlich dabei ist. Und alle, die man gefragt hat, die dabei waren, haben gesagt, nein, das ist gar nicht so. Die Zapperichte, die es mal im Fernsehen gab und teilweise auch auf YouTube, die wurden dann gesperrt, weil man da ja Material sehen konnte, was angeblich dann nur der Mediakraft gehört. Und das wolle man ja nicht. Nun gut. Also woher Informationen nehmen? Diese ganze halbgewalkte Scheiße von wegen ich habe gehört, ich habe gedacht und bei mir wirkt das so, die können wir uns ja sparen. Aber spätestens jetzt haben wir es schwarz auf weiß und zwar mit dem Update der Mediakraft-Seite. In der Informationsbox ist der Link zu dem, was da denn so interessant ist und ich traue den meisten von euch zu, dass sie so schlau sind und lesen können. Also klickt den Link in der Infobox an und lest euch die Scheiße selber durch. Und ja, ob nun McDonald's, Werbepartner für Schminke hier oder da, übrigens einen schönen Gruß an Theken 0 Theken, denn der hatte ja damals die Aktion, wir verarschen McDonald's und voten unseren eigenen Burger hoch, quasi erfunden und auch populär gemacht und der Thekenburger hätte es fast geschafft. Da wirkt der billige Abklatsch, den die Mediakraftpartner jetzt gemacht haben, wirklich sehr lächerlich. Das aber nur am Rande, den Rest liest euch einfach selber durch. Und nur, weil ich glaube, dass die meisten eben nicht kapieren, dass es eine Infobox gibt, die man öffnen kann und dort ein Link sein könnte, der Link zu der Mediakraft-Seite ist in der Infobox. Na dann, viel Spaß!